Auch wenn das Wetter diesmal nicht auf der Seite der Organisatoren ist, es ist dennoch wieder viel los auf den Alpacher Wanderwegen. Aus Sicherheitsgründen kommt es vor dem Startschuss noch zu Streckenänderungen. Aufgrund der sehr ausgedehnten Schneelage, sage ich jetzt einmal, die wir ja nach diesem gewaltigen Winter gehabt haben, ist halt so, dass sehr viele Wanderwege noch nicht begehbar sind. Da müssen erst die Schäden behoben werden. Teilweise muss man erst warten, bis es ausgeappert ist. Und deswegen ist heute ein bisschen die Routenplanung, sage ich jetzt einmal, verlegt worden und sind die Routen halt auch ein bisschen kürzer geworden. Auf einer Seehöhe von 973 Metern hat sich Alpach insbesondere als Kongresszentrum einen Namen gemacht. Allerdings lässt es sich nicht nur hierdurch charakterisieren. Ja, Alpach ist eigentlich bekannt als das schönste Dorf Österreichs. Und mit dem können wir eigentlich sehr gut punkten, weil einfach das zur jetzigen Zeit sehr gut passt. Also Alpach ist sehr authentisch. Man sieht das eigentlich schon, wenn man ins Tal hineinfährt. Beginnt ja eigentlich draußen schon in Reit im Alpachtal mit dem Blumendorf. Alpach hat vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal in Tirol, in dem, dass wir seit über 60 Jahren eine einheitliche Bauordnung haben. Also dieser Alpacher Baustil, nicht der, was sicherlich ein bisschen eine Bekanntheit hat. Nicht? Wir haben eigentlich 3 Standpunkte. Das ist einmal der normale Tourismus, Sommer und Winter. Dann haben wir den Kongresstourismus. Und dann haben wir das normale Dorfleben, das, was bei uns Gott sei Dank noch richtig stattfindet, wie heute halt in einem Tiroler Dorf man das gewohnt ist. Man legt hier besonderen Wert darauf, Familien mit Kindern anzusprechen. Ja, unsere Zielgruppe ist ganz sicher die Familie. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir für die Kinder ein Angebot schaffen und dementsprechend haben wir unser Angebot in diese Richtung entwickelt. Also bei den Alpacher Bergbahnen betreiben wir im Sommer die Widersberger Hornbahn und die Reiterkogelbahn. Das sind 2 Berge, auf denen wir unsere Highlights haben. Am Widersberger Hornbahn haben wir den Alpachtaler Lausershauser und mit dem Lauserland und in Reit bei der Reiterkogelbahn haben wir das Jupiter-Zauberland. Es kommen also die Kleinen wie auch die Großen auf ihre Kosten. Und bevor es das nächste Mal nach Alpach geht, hier noch ein paar Geheimtipps. Ja, natürlich hat jeder in seiner Heimatgemeinde einen Lieblingsort. Nicht für mich ist das die rundherum liegende Bergwelt, nicht, aber natürlich immer die höchste Erhebung, die, was man anstrebt. Nicht. Das ist der große Galtenberg, nicht, da wo man auf jeden Fall schaut, dass man mindestens einmal im Jahr besucht. Also mein persönlicher Lieblingsplatz hier oben ist sicher das Widersberger Hohn. Und es ist einfach wunderbar, da kann man in 20 Minuten von der Bergstation Widersberger Hohnbahn wirklich einen Gipfelerfolg haben mit einem Gipfelkreuz und einer Aussicht, die faszinierend ist. Nach dem Wandern sorgen Stina Gabriel, Tiroler Wind, die Tränkwalder, die Granaten und das Tiroler Alpenfieber für musikalische Unterhaltung im Zelt. Der nächste TT-Wandercup findet am 23. Juni in St. Johann statt.